Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir spielen Survive the Nights. Sind am Parkplatz angekommen, hatten uns hier den Wagen flott gemacht. Das war ja ein Tutorial, das hatten wir noch offen. Macht den Wagen flott, haben wir getan. Und ich muss sagen, nach dem Relog sind wieder einige Autos hier verschwunden. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass wir hier eine kleine Basis errichtet haben. Basis heißt, wir haben hier einen Schlafsack gesetzt, haben uns hier ein Feuer gebaut, haben die Nacht überstanden. Soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Wir würden heute mal etwas die Gegend erkunden. Und erstes Ziel wird es sein, hier unten das Eisenstahlwerk. Hier haben wir eine Tankstelle, hier haben wir ein Stahlwerk und wir haben auch hier so eine Kleinstadt mit einem Hardware-Store. Ja, da geht's hin. Ich setze mal eine Markierung und dann schauen wir mal, wie sich das Auto fährt. Erstmal müssen wir es anbekommen. Läuft. Diesmal beim ersten Mal, sonst hat man leichte Startschwierigkeiten. So, jetzt muss ich selber mal schauen, wo geht es eigentlich lang, in welche Richtung. Oh, den haben wir wohl nicht gesehen. Bin auch mal gespannt. Wartet mal. Ach so, eine kleine Ortschaft. Ich bin auch mal gespannt, ob das Auto jetzt Schaden nimmt. 53%. 53% Schaden hatte das schon. Ja, Sie können es ja nicht besser wissen, aber ich bin halt schon immer ein schlechter Autofahrer. Also Hühnchen. Er hat gerade überlegt, ob wir anhalten, mal das Hühnchen killen. Wir lassen es mal leben. Was gibt's hier? Fuchs? Okay. Finde ich auch schön, dass hier immer wieder Häuser, Fabriken unterwegs zu finden sind, die jetzt nicht wirklich auf der Karte markiert und zu sehen sind. Also zu sehen schon, aber man weiß es halt nicht, was sich dort befindet. Wir fahren aber heute erstmal durch. Bisschen Level liegt an, das heißt ordentlich hier Zombies verdreschen. Baseballschläge haben wir jetzt. So, lasst mal gucken. Jetzt sagen wir parken. Wir parken ein bisschen weiter hinten. Ach, schöne Häuser hier. Ich überlege auch gerade, ob es hier was zu essen gibt. Ja, wo parken wir mal? Ja, ist eigentlich ein schlechter Parkplatz, vor allen Dingen, wenn wir einen Relog machen. Fahren wir ein Stückchen weg. Ich glaube, hier ist generell schlecht. Ausmachen, nicht vergessen. Ja, das Auto nimmt Schaden. 46% sieht auch schon ganz schön schrottig aus. Aber ist jetzt unser fahrender Behälter. Den haben wir schon gut gefüllt. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen leer gemacht. 42,9 Kilo haben wir jetzt mit. Und Holz, Stahl haben wir jetzt schon mal alles rübergepackt. So, zuerst essen wir noch ein Stückchen. Wir haben noch Hirschfleisch gekocht. Essen. So, damit ist eigentlich. Ach ja, Wasser müssen wir besorgen. Da müssen wir bald loslegen. Jetzt gucken wir mal. Ist egal, wo wir hingehen. Wir gehen mal überall hin. Irgendwo wird es schon eine Toilette geben, wo wir ein bisschen Trinkwasser schöpfen können. Jetzt gibt es ja erstmal ein paar auf der Mütze. Ich weiß gerade nicht, ob ich wieder auf irgendwelche Tasten rumgedrückt habe, weil das ganze Overlay ist ausgeblendet.
Oder wird es nur eingeblendet, wenn ich es drücke? 54% Haltbarkeit, der nimmt wirklich böse Schaden. Vergaser. Ölfilter. Langen Ölfilter, den nehmen wir mit. Weil den hatte ich auch letztens gesucht. Ich glaube, der ist nicht so oft zu finden. Verlängerungskabel. Das nehmen wir mit. Ja, hier haben wir die Werkbank. Fragt mich mal nicht, was da der Unterschied ist. Noch spielt es wohl keine Rolle, weil noch kann ich alles, was ich herstellen kann, im Inventar bauen. Kühler. Ja, Waschbecken. So. Dreckiges Wasser haben wir genommen. Sehr gut. Ja, mit den ganzen Strom halt später. Da bin ich auch schon überlegen, da wir jetzt ein Fahrzeug haben, da passt wirklich sehr viel rein. Ob ich da schon mal anfange, Sicherungen, Lampen etc. zu sammeln. Wie gesagt, man macht ja auch Spaß, das Ganze mal zu sehen. Kanister. Kann man mitnehmen. Wer weiß, wer weiß. Ah, da will ich gar nicht so weit ran. Die Akku ziehen. Wir haben genügend in den Häusern drin. Durchsuchen. Wenn ich die durchsuche, baue ich die bestimmt ab. So, das war eigentlich schon diese Metallfabrik. Naja, bin ich will nicht sagen enttäuscht, aber es war ein bisschen wenig drin. Sah eher aus wie eine Werkstatt. Was sagt die Uhr? 11 Uhr. Eine Patrone, na klar. Ups. Die nehmen wir mit. Ja, einmal nichts. Einmal nichts.
Hier können wir erstmal unser Wasser abkochen. So, Feuerholz rein. Beziehungsweise, ich glaube, das ist schon sogar drin. Platzieren. So, das köchelt. Oh, Jaffa-Kuchen, Ramen, das ist Ramen, Reis. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Cracker, Karton. Dieses kleine Bündel alter Kartons kann als Zunder verwendet werden. Nee, brauchen wir nicht. Hier können wir gleich wieder die Wasserpuddel auffüllen. Sehr schön. So, Wasser trinken. Aufgefüllt, gleich nochmal abkochen. Also wenn man hier noch ein bisschen mehr im Spiel bauen könnte, mega. Also die Optik gefällt mir hier richtig gut. Okay, wartet. Wir haben da noch was gefunden. Den Kuchen, den können wir so essen. Ramen, was ist das? Diese Schachtel Ramen-Nudelsuppe ist ungekocht. Um diese Mahlzeit zuzubereiten, kombinieren Sie mit einer Feldflasche mit sauberem Wasser. Ravioli. Kombinieren mit einer Flasche Wasser. Brauchen wir da jetzt einen Topf? So, gekocht. Wir nehmen den mit und ziehen mal weiter. Extended Magazine. Leicht deswegen die Werkbank, dass man da Modifikationen vornehmen kann. Stärkte Stange. Nehmen wir mit. Dann packen wir die mal ins Auto. Wer weiß, wozu wir die mal benötigen. Wir haben noch Platz. Wir können noch ein bisschen looten gehen. Stärkte Stange. Dies ist ein Bündel von Metallstäben, die typischerweise in der Bauindustrie verwendet werden. Haltbarkeit 26%, Gewicht 5. Verlängerungskabel. Ah, guck mal, hier könnte man ein Verlängerungskabel reinstecken. Das wollen wir aber nicht, das nehmen wir erstmal mit. Oh, hier haben wir direkt eine Feldflasche. Was wiegt die? Flasche, schmutzig.
Krankheitswahrscheinlichkeit 80%. Liegt 1,3. Dann nehmen wir trotzdem mit. Dürfen wir nachher bloß nicht aus Versehen trinken. Teppich können wir durchsuchen. Hier noch Bügelsäge. Ach, ging es doch los, das Kochen. Ich dachte, wir haben sie zu weit vorne gesetzt. Bisschen Holz sammeln. Können wir noch ins Fahrzeug tun. Brauchen wir später hier keine Bäume schlagen. Denn jede Nacht, denke ich mal, werden wir in einem anderen Haus zu finden sein. Und da müssen wir halt jedes Mal wieder neu Bretter herstellen, verbarrikadieren. Da haben wir halt keine Zeit hier, um Holz zu sammeln. So, warte, ich stelle mich kurz ans Feuer, mal ein paar Punkte regenerieren. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. 2 Uhr nachmittags. Werte sind soweit okay. Level 8. Aufgeregt, der mal atmet. Das sieht mal aus wie ein abbaubarer Stein. Wir gleich untersuchen. Haben wir hier schon mal. Ja, na klar. Wir bauen das erstmal ab. Baseballschläger, der ist fast Schrott. Da kann ich mir leider keinen neuen bauen. Ja. Hartnäckig. Manche sind wirklich wild. Wild drauf, die Burschen. Baseballschläger, Nägel. Da steht halt nicht dazu, was wir benötigen. Weil wir noch nicht frei haben. Level 12. Können wirklich nur diesen Holzknüppel herstellen und nutzen. Aber halt Waffen werden wir so finden. Sicherung. Nehmen wir erstmal mit. Gut, 109,96. Wir sind komplett beladen. Hier ist er doch. Unser schicker. So, verstärkte Stange. Einladen. Kanister. Einladen. Ist rein. Etwas Holz, Altmetall. Langer Ölfilter, Magazin, Verlängerungskabel, Stoff, Sicherungsschalter, also Sicherung, alle rein, Bügelsäge, ja, Essen, warte mal, Hirschfleisch roh, müsste ich mal irgendwo noch garen. Ravioli gekocht, Reis. Das richtig sehe, hat das keine Gewichtsbegrenzung, nur eine Slotbegrenzung. 75 verschiedene Gegenstände können wir reinpacken.
Nicht Gegenstände, verschiedene Gegenstände. Was dampft denn da hinten so? Genau. Warum nicht? Wir schlagen einfach mit Fäusten. Das ist vielleicht nicht das Cleverste, oder? Aber klappt. Uhr. Sollten wir uns langsam Haus suchen. Langsam Haus suchen, was wenig Fenster hat. Die Fabrik hier vorne, die war schon gar nicht mal so schlecht. Der arme Fuchs. So. Habe ich irgendeine Art Messer? Werkzeug, Kompass. Leider nicht. Nee, ist einfach nur tot. Einfach nur tot. Was dampft denn da hinten so? Das interessiert mich. Ach, ein Feuerchen. Irgendwer grillt. Vier Fenster haben wir hier. Ist aber noch mal eine Tür dazwischen. Und Pfeile? Oh, wir haben doch eine Armbrust. Wir haben doch eine Armbrust. Tomatensamen. So, diesmal nehmen wir mit den Akkuschrauber. Cracker. Bohnen. Noch mehr Rahmen. Ja, jetzt haben wir genügend Sicherung. Bandagen brauchen wir relativ wenig. Wartet mal, sind das zwei Häuser? Sind zwei Türen? Hier haben wir ein Fenster. Da würde ich sagen, bleiben wir gleich hier drin. Tun wir das mal vernageln für die Nacht.
So, die Schrotflinte haben wir parat. Uhrzeit. 6 Uhr. So, herstellen. Mache Bretter. Holz haben wir 8. Genau. Jedes Brett benötigt ein Holz. Ich guck mal, was das wiegt, so ein Brett. Vor Brett 0,6. So, dann machen wir hier erstmal zu. Bauen hier mal die Bretter vors Fenster. Da müssen wir den Hammer in die Hand nehmen. Ich würde natürlich jetzt auch sagen, kann ich überhaupt zum Fenster raus? Habe ich noch nie probiert. Nee, komisch. Ich kann nicht durch. Das heißt, vielleicht Kampflinie eine Tür freilassen. Ach nee, hier war das. So ist das ja, verdammt. Genau, wenn Sie jetzt die Tür aufmachen, können wir drüber wegschlagen. So, machen wir ein bisschen Licht. Auch die Bretter ziemlich tief. Hauptsache ist ein Brett dran. Ziemlich hoch noch eins. Das ist eine gute Frage, wa? Wenn man jetzt oben das Brett dran macht. So, wo er beginnt. Tankt man mal ein bisschen Leben. Wie auch bloß eine nachlädt. So, die 1, der Holzstab und auf der 4 habe ich jetzt die Waffe. Hinter uns geht vorbei. Der Sound mega gruselig. Brett kaputt.
bisschen Action muss sein. Dazu haben wir sie gefunden. Ich hoffe mal, dass wir noch viele Waffen finden werden. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sag mal. Ah, da kommt schon der nächste angehampelt. Abends. Müsste klappen. Mach zu das Brett. Ja, wir hatten da das Fahrzeug aktiviert. Kommt doch wieder raus. Ist das mein Auto? Hoffentlich war es nicht meiner. Das war meiner. Nein! Das schöne Loot. Nein! Klar, wir haben doch den Fuchs hier überfahren. Das gibt Rache. Oh, Level 9. Okay, ja, seht ihr, sowas müssen wir erstmal herausfinden. Die Alarmanlage war unser Fahrzeug. Das heißt, da fummelt jemand an unserem Fahrzeug rum. Das ist natürlich das schöne Loot, was wir reingepackt haben, futsch. Das Wichtige haben wir zum Glück. Wir haben genug Essen, wir haben Trinken. Wir haben eine Waffe. Alles gut, sage ich mal. Jetzt nicht ärgern. Nacht ist überstanden. Das heißt, ein bisschen regenerieren am Lagerfeuer. Ja, einen Schluck trinken. Trinken hatten wir hier im Waschbecken. Hatten wir. Kantinenwasser sauber trinken. So, und dann kochen wir das nämlich auch gleich wieder ab.
Okay, ich sag mal, bisher, ich finde das Spiel mega gut. Einzigste, man bräuchte hier noch Missionen, man bräuchte eine Aufgabe. Weil momentan rennt man einfach rum und ja, man rennt einfach nur rum. Sag mal so. Vielleicht kommt ja mal später noch irgendwas rein. Irgendeine Aufgabe. Die Horten sind schon gut gemacht. Ich sag mal, aber ihr seht ja, man kann auch eigentlich draußen rumlaufen, wenn man gute Waffen hat. Sollte das kein Problem sein. Die Frage ist, was kommen später für Horten? Wir hatten jetzt Horte 3 oder 4. Ich glaube, die 3 wurde jetzt getriggert. Ja, was ist nachher, wenn Horte 30 kommt? Vielleicht erlebt man es. Ich hoffe mal, euch hat Spaß gemacht und man sieht sich wieder. Macht's gut.